Salut, ihr Moneypennies, und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer richtig besonderen Folge von Madame Moneypenny Meets. Sie ist die erste Spitzensportlerin bei uns hier im Interview. Und bevor ich euch sage, um wen es sich handelt, ich habe mir echt Gedanken gemacht, wie ich sie vorstellen soll, denn meine Liste war einfach mal so eine ganze DIN A4-Seite lang, was es alles über sie Interessantes zu erzählen gibt. Ich habe mir überlegt, ich besinne mich auf die nackten, reinen Zahlen, denn die sprechen sowas von für sich. Die muss ich allerdings kurz ablesen. Also sie hatte mit 18 Jahren ihr Debüt im Weltcup, gewann in ihrer Weltcup-Karriere 2 olympische Goldmedaillen, 12 WM-Titel, 3-mal die Weltcup-Gesamtwertung. Sie gewann 34 Einzelrennen und lief insgesamt 63 Mal aufs Podium. Und mit diesen 63 Podiumsplatzierungen gehört sie zu den erfolgreichsten Sportlerinnen der Geschichte des Weltcups. Mit 25 Jahren verabschiedete sie sich dann vom Biathlon-Zirkus und ist heute aber immer noch die erfolgreichste deutsche Biathletin aller Zeiten. Herzlich willkommen, Magdalena Neuner. Hallo, guten Morgen. Schön, dass du hier bist. Ich hoffe, die Zahlen haben alle gestimmt. Ja, soweit ich. Ja, okay. Also ich kenne tatsächlich, diese Zahlen kenne ich, aber wenn du mich jetzt irgendwie nach so einem speziellen Rennen fragen würdest, ich würde es wahrscheinlich nicht mehr wissen. Also hat alles gepasst. Vielen Dank. Super, super. Sehr, sehr schön. Ja, ich hatte schon angedeutet, es gibt so viel, über das ich gerne mit dir reden würde. Ganz große Fanbase, auch in der Community. Ich freue mich unheimlich, mit einer so erfolgreichen Sportlerin wie dir sprechen zu dürfen. Lass uns doch gerne mal in deine Kindheit zurückgehen. Das hat die Community auch sehr interessiert. Mein Papa übrigens auch. Ja, hatte ich ja schon gesagt. Mein Papa ist großer Biathlon-Fan und großer Magdalena Neuner-Fan. Der würde am liebsten, als ich ihm gesagt habe, dass ich dich interviewe, wäre am liebsten gestern noch schnell nach Berlin gekommen, hat sich neben mich gesetzt, so ungefähr. Wo kann ich das sehen? Ist das live? War genauso aufgeregt wie ich. Ja. Lass uns doch gerne in deine Kindheit und Jugend zurückgehen. Das ist auch was, was ich mich immer frage bei so Spitzensportlerinnen. Wolltest du das schon immer werden? Oder wie ist so dieser Wunsch in dir gereift, zu sagen, nee, ich mache jetzt nicht, keine Ahnung, eine Karriere im Marketing oder sonst wo, gehe jetzt nicht im Bürojob, sondern ich will Leistungssportlerin werden. Wie kam das, wann stand das für dich fest? Also für mich war es eigentlich immer schon so, dass ich unheimlich gerne draußen war als Kind. Das war, glaube ich, so die Grundlage des Ganzen. Ich kann mich noch so erinnern, dass es früher, vielleicht war es früher auch allgemein noch so, dass meine Kindheit sich irgendwie draußen abgespielt hat. Also vielleicht ist das auch das Einzige, was mir so in Erinnerung geblieben ist. Aber ich glaube, in den Ferien sind wir morgens raus und irgendwann abends, wenn es dunkel wurde, wieder rein. Und ich war immer gerne in Bewegung. Also ich habe mich als Kind schon, ich bin auch gern gelaufen. Also ich habe auch als Kind selber schon so Laufrunden mir gesucht, wo ich dann auch einfach joggen gegangen bin, was vielleicht für ein 6-, 7-, 8-jähriges Kind eher ungewöhnlich ist. Aber es hat mir einfach Spaß gemacht, mich zu bewegen. Ich habe mit 4 Jahren angefangen, Skialpin zu fahren, was hier in der Gegend auch recht normal ist. Die Kinder stehen früh auf den Skiern. Das ist bei uns wie Fahrradfahren lernen. Das ist einfach so ein Muss. Und da war ich, glaube ich, auch schon relativ talentiert. Und es hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Mit 6 Jahren habe ich dann Langlauf angefangen und bin darin aufgegangen. Also habe mich jedes Mal aufs Training gefreut. Da waren auch meine Kumpels und Freundinnen mit dabei. Und am Ende letztendlich kam dann so mit 10, 11 Jahren der Punkt, wo ich tatsächlich auch so Biathlon-Wettkämpfe im Fernsehen bewusst mal wahrgenommen habe. Und da waren dann die Olympischen Spiele in Nagano. Und ich glaube, das war für mich ein ganz einprägendes Erlebnis. An meinem Geburtstag morgens durfte ich um 6 Uhr vor der Schule schon Fernsehen gucken. Und da war das Einzel der Damen im Biathlon in Nagano, Olympische Spiele. Und da hat Uschi Diesel die Bronzemedaille gewonnen. Und ich weiß es noch genau. Also es war mein Geburtstag und dann war das so toll. Also ich habe mich dann auch so mitgefreut und habe dann zu meinen Eltern gesagt, also wow, also Olympische Spiele, das muss doch total toll sein, da dabei zu sein. Und meine Eltern sind auch sehr wintersportbegeistert und überhaupt sportbegeistert und haben auch gesagt, ja, so Olympische Spiele, das ist schon wirklich toll, wenn man da sein kann. Und irgendwie habe ich innerlich da gedacht, also wenn ich das vielleicht mal schaffen könnte, das wäre mein größter Traum. Und ab dem Zeitpunkt war für mich irgendwie völlig klar, dass ich ja mal Biathletin werden will. Und in dem Alter klingt das natürlich naiv und ist ja so ein Traum, wie wenn man sagt, man möchte Astronaut werden oder Feuerwehrmann später. Aber ich habe gesagt, nein, also
Leistungssportler, also Biathletin und bei den Olympischen Spielen da mit dabei sein. Das ist mein Lebensziel, also mein Traum. Und das hat sich dann manifestiert und das blieb dann auch so. Also da konnte auch keiner mehr irgendwas daran rütteln. Ja. Super. Ja, das ist ja gar nicht so selten, ne? Also ich lese ja auch sehr gerne Biografien und wenn man sich mal so Tiger Woods, Oliver Kahn und so weiter, so diese Größen, die wussten das alle schon recht früh, ne? Also der Oliver Kahn stand, glaube ich, weiß nicht, mit 4 Jahren zwischen den Pfosten und hat gedacht, ich will Welttorhüter werden und ein paar Jahre später ist dann so passiert. Aber ich meine, ist jetzt auch nicht so, dass man sich das als Kind vorstellt und sagt, und dann plupp, ist es dann halt irgendwie so passiert. Das ist ja auch schon in der Jugend wahrscheinlich ein starkes Commitment, das dann irgendwie auch durchzuziehen und auch diesen Weg dann zu gehen. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen, was waren dann so die nächsten Schritte? Warst du auf einem Sportinternat oder wie lief so die Ausbildung ab, dass du dann wirklich sagen konntest, ja, jetzt bin ich Biathletin? Also ich weiß noch genau, das war damals, da ging es um den Übertritt zum Gymnasium in der 4. Klasse. Und da war bei mir schon so ein bisschen das Thema, ich war eine gute Schülerin und hätte aufs Gymnasium gehen können. Und ich habe dann so gedacht, meine Eltern haben dann auch gesagt, naja, so wenn du ins Gymnasium gehst, dann musst du natürlich schon noch mal ein bisschen mehr für die Schule machen. Dann müssen wir halt mit dem Training dann schauen, ob das noch so geht. Und das war bei mir so Alarmstufe rot. Okay, wie geht es dann mit dem Training noch? Skiinternat gibt es hier in der Gegend nicht. Und ich wollte jetzt nicht in dem Alter, in der 4. Klasse, wie alt ist man dann, 10, 11, schon irgendwo anders hingehen nach Berchtesgaden. Ja. Also in Berchtesgaden ist das nächste Skiinternat 2 Stunden von hier oder über 2 Stunden von hier. Und dann war für mich klar, nein, ich gehe jetzt erstmal weiter auf die Hauptschule und mache dann Realschule, wenn es klappt. Mhm. Genau, diesen Weg bin ich dann auch gegangen. Und als es dann in der Realschule darum ging, um diese Berufsberatung, da mussten wir dann ja auch mal ins Arbeitsamt und uns so verschiedene Ach Dinge ja, angucken. Das musste ich auch mal. Genau, und da musste man ja da irgendwie angeben und so an diesem Computer, was hat man für Interesse und so. Und ich glaube, ich saß dann so ein bisschen anteilnahmslos in der Ecke und habe gesagt, naja, ich weiß ja schon, was ich werden möchte. Und haben die Lehrer auch mal gesagt, das ist doch verrückt, es wird doch niemand Profisportler und such dir doch bitte jetzt irgendwas Vernünftiges aus. Und ich habe dann halt irgendwie was ausprobiert. Ich habe dann auch eine Schnupperlehre oder so ein Praktikum als Industriekauffrau mal gemacht in so einer Firma. Es war die schrecklichste Woche in meinem Leben, weil ich fürs Büro einfach überhaupt nicht gemacht bin. Und ich einfach, glaube ich, Pech hatte mit den Damen da im Büro, die mich ganz schön drangsaliert haben die ganze Woche. Also es war für mich irgendwie klar, dass ich diesen Weg gehen möchte. Und auch während meiner Schulzeit in der Realschule, weiß ich noch, hatte ich so zum ersten Mal so kleine Autogrammkarten sogar schon, weil ich da zum ersten Mal international so einen Wettkampf gewonnen hatte. Und da wollte dann meine Sitznachbarin ein Autogramm und irgendwie hat so ein netter Funktionär aus unserem Biathlon-Team dann so zum Autogrammkarten für mich gedruckt. Und also für mich war das irgendwie klar, dass ich zum Sport gehen möchte. Und kurz oder ein Jahr bevor ich dann den Realschulabschluss gemacht habe, habe ich dann meine Stelle beim Zoll bekommen, also habe mich dann beim Zoll beworben. Es ist normal, dass man sich eben bei einer Behörde bewirbt, bei der Polizei, Bundespolizei, Zoll oder Bundeswehr, wo man dann eben diese Sportförderung bekommt, um dann professionell Sport machen zu können. Und da habe ich mich eben beworben bei der Bundespolizei und beim Zoll und bin bei beiden genommen worden, habe mich dann für Zoll entschieden, weil die hier bei uns stationiert sind zu Hause, also ich konnte zu Hause bleiben. Und es hat geklappt, bin genommen worden und bin quasi ab dem ersten Tag nach meinem Schulabschluss Profisportlerin gewesen. Also ich habe es durchgezogen am Ende. Ja. Aber gegen viele Widerstände, also es war tatsächlich so in der Schule, ich war eben nicht auf einer Sportschule und war dann oft Donnerstag und Freitag im Winter eben nicht in der Schule, habe dann eine Befreiung bekommen. Die Rektorin war mir Gott sei Dank sehr positiv eingestellt mir gegenüber, weil ich auch eine gute Schülerin war und weil ich auch meine Sachen natürlich auch unterwegs erledigt habe. Habe ich halt dann faxen lassen. Früher war das ja auch mit E-Mail und so noch nicht ganz so einfach. Hat aber alles funktioniert. Und es gab aber dann schon Lehrer, die haben mich dann am Montag früh ausgefragt über den Stoff am Freitag. Und sie wussten genau, dass ich am Freitag nicht da war. Also es gab schon so diese gewissen Widerstände. Ja. Aber fies. Es ist fies. Okay. Aber ich habe es durchgezogen und ich habe einen guten Abschluss gemacht. Und war dann sehr happy damit, dass ich mich da durchgesetzt habe. Und meine Eltern haben auch die ganze Zeit mich da unterstützt. Ich weiß es nicht, ob sie sich insgeheim gedacht haben, naja, wäre vielleicht doch gut, wenn sie was Vernünftiges lernen würde. Aber ich glaube, dadurch, dass sie schon sehr
sportaffin sind und vor allem so nordische sportaffin sind, haben sie sich vielleicht insgeheim auch für sich gewünscht, wäre doch toll, wenn unsere Tochter es wirklich schaffen würde, Olympiasiegerin zu werden. Und das war unser gemeinsames Ziel dann, ja. Ja, schön. Und zur Not wäre es halt noch richtig Zollbeamtin geworden. Ja, hätte ich auch. Also das ist ja auch das Positive und das Schöne daran, dass man bei der Behörde dann ja auch aufgefangen wird. Also du weißt ja natürlich mit 16 nicht, was passiert. Als Sportler, wenn du dir das Knie verletzt, kann es sein, dass du morgen dastehst und gar nichts mehr machen kannst. Und da ist es halt einfach für uns schon extrem wertvoll, diese Behörden zu haben, die dich dann auch übernehmen, wo du dann auch ganz normal als Beamter oder Beamtin dann eingestellt bist, natürlich deine Ausbildung machst und da auch, auch Karriere machen kannst natürlich. Ja. Es gibt viele Sportler, die danach da geblieben sind und auch weiterhin Beamte sind. Ja. Ja, ich kenne das auch von den Fußballerinnen. Das ist ja so ein bisschen so mein Metier. Die sind ja auch eigentlich alle bei der Polizei dann, ne? Machen dann vielleicht nach der Karriere da auch weiter. Hattest du denn jemals in der Zeit Zweifel? Also es klingt alles so, ja, ich habe das durchgezogen und irgendwie gemacht und so. Und klar, so ein bisschen Schikanen. Gab es denn mal Momente oder vielleicht auch ganze Phasen, wo du dachtest, oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ich weiß nicht, ob es mir das wert ist? Oder warst du direkt so, ist mir alles vollkommen egal, ich mähe alle nieder, ich werde Biathletin, komme, was wolle. Brauchst du also mich gar keinen in den Weg stellen. Ich glaube tatsächlich in den jungen Jahren war für mich da gar kein Zweifel daran, dass ich das schaffen kann. Und ich glaube, das lag einfach daran, dass ich extrem erfolgreich war. Also ich habe in meiner Altersklasse alles dominiert. Und von daher war, glaube ich, auch dieses nötige Selbstbewusstsein da zu sagen, naja gut, also wenn es ich nicht schaffe, wer dann? Also dieses Selbstbewusstsein hatte ich innerlich schon. Ich habe es, glaube ich, nie ausgesprochen, aber das wusste ich ja. Also ich meine, das haben die Ergebnislisten ja gesagt. Und bin dann, nachdem ich dann aus der Schule war, durfte ich dann sofort zur Juniorenweltmeisterschaft mitfahren und war da auch sehr erfolgreich, bin dann schon Juniorenweltmeisterin geworden. Also für mich haben die Erfolge natürlich absolut dazu beigetragen, daran nicht zu zweifeln. Natürlich hast du im Training immer mal die Momente, wo du denkst, oh Gott, wie kann man sich sowas eigentlich antun? Also ich weiß schon noch, dass ich natürlich dann als Profisportlerin, wenn ich dann, als ich dann aus der Schule raus war, habe ich dann plötzlich zweimal am Tag trainiert. Vorher sitzt du ja doch vormittags in der Schule und bist nur am Nachmittag im Training. Und da war ich extrem müde und kaputt. Also es war schon echt anstrengend und eine ziemliche Gewöhnungsphase dann auch mit diesem harten und häufigen Training dann auch zurechtzukommen. Und trotzdem konnte ich mir nichts Schöneres vorstellen. Also ich habe immer an mein Praktikum gedacht. willst du jetzt lieber im Büro sitzen und Formulare ausfüllen und Schrauben bestellen? Oder möchtest du jetzt hier draußen sein und die Natur genießen können? Weil das ist es für mich ja auch immer gewesen. Es ist ja nicht nur Qual und Training, sondern es ist ja auch draußen sein, in der Natur sein. Also es ist schon auch mit Genuss verbunden für mich. Und von daher gab es da in jungen Jahren überhaupt keine Zweifel, erst später vielleicht dann, ja. Ja, ich überlege, weil du so gesagt hast, so mit den Qualen und so und Schmerzen vom Training und kaputt sein. Gehörte das, also ich glaube, viele können das halt nicht so richtig nachvollziehen. Ne? Warum tut man sich das an? Würdest du sagen, das ist eine reine Disziplinsache, das ist eine reine Willenssache, gehört das für dich einfach mit dazu? Manche sagen ja auch, okay, ja, der Schmerz gehört dazu, du musst einfach den Schmerz lieben und den Prozess. Was glaubst du, war es bei dir, dass du dir diese Qualen quasi aufgebürgt hast und da durchgegangen bist? Ich glaube, ich konnte immer gut mit dem Schmerz umgehen. Ich hatte schon als Kind in diesen Wettkämpfen nie was ausgemacht, mich bis zum Äußersten zu quälen. Also es hat mir einfach nichts ausgemacht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, jeder ist da anders konstituiert und ich glaube, jeder hat da auch eine andere Schmerzgrenze. Ich möchte damit nicht sagen, dass ich, also ich glaube, ich bin in anderen Bereichen vielleicht schon wehleidiger. Aber was dieses Ausbelasten und dieses sich quälen im Wettkampf angeht, da war ich, hatte ich, glaube ich, irgendwie so einen Knopf, den ich drücken konnte und wo ich nochmal so ein bisschen über die Grenzen gehen konnte. Und ich glaube, das war vielleicht im Rückblick betrachtet auf meine ganze Karriere auch so ein Erfolgsgeheimnis, dass ich eben die Fähigkeit hatte, extrem ans Limit zu gehen. Und da hat jeder eben seine eigenen Grenzen. Und da waren meine Grenzen, glaube ich, sehr hoch. Also ich konnte dann schon auch unter Umständen mal 120% geben, wenn es sein musste. Und das war dann auch die Kopfsache. Also natürlich spielt sich da viel im Kopf ab. Wie kann ich damit dann umgehen? Und
da gab es oft so Momente, wo ich gemerkt habe, eigentlich kann ich mich nicht mehr, eigentlich bin ich völlig am Ende, meine Beine tun weh und dann siehst du da vorne die Gegnerin und dann hat sich in mir irgendwas, ist da passiert, so ein Knopf, so ein Hebel, den man umstellt und ich wusste, also die packe ich mir noch und wenn ich einen Zug umfall und nicht mehr aufstehen kann, aber die hole ich mir noch. Also so ein wahnsinniger Ehrgeiz, glaube ich, der dann dahinter steckt. Und im Training gibt es natürlich Tage, wo du nicht so gut damit umgehen kannst. Also du bist ja auch nicht jeden Tag gut drauf. Also es ist einfach so, dass du morgens auch manchmal mit dem falschen Fuß aufstehst und das merkt der Trainer aber dann auch recht schnell. Also ich hatte das Glück, einen Trainer zu haben, der mich meine komplette Karriere begleitet hat, von Kindheit bis zum Schluss. Und der hat mir ins Gesicht geguckt und wusste, heute ist ein guter Tag oder heute ist kein guter Tag. Und dann gab es immer natürlich auch mal die Möglichkeit zu sagen, jetzt komm, jetzt mache ich heute mal 3 Kilometer weniger. Und es war dann auch manchmal gut, es dann auch so zu machen. Also es ist schon auch immer wichtig, auf sein Gefühl zu hören. Ja. Aber prinzipiell habe ich mich immer gefragt, auch während dieser vielleicht nicht so schönen Trainingseinheiten, würdest du jetzt irgendwas anders machen wollen oder würdest du jetzt irgendwas lieber machen wollen? Ich habe immer gedacht, nein, eigentlich ist es wirklich der Beruf, den ich am meisten liebe. Und ich wusste ja auch, was mein Ziel ist. Also du tust es ja nicht nur, weil du sagst, ich gehe jetzt jeden Tag raus, um mich zu quälen, sondern du tust es ja, weil du am Ende dieses Ziel siehst, was du erreichen möchtest. Und das motiviert schon jeden Tag unheimlich, wenn du dir dieses Ziel immer wieder vor Augen führst. Ja, das ist ein wirklich sehr schöner Punkt. Das predige ich ja auch immer, gerade auch so finanzielle Ziele zu haben. Oh ja. Wenn man dann einfach nicht weiß, wo man hin will, dann muss man sich auch nicht wundern, dass man nirgendwo ankommt, so richtig. Genau. Das ist gerade schon, es ist eine Kopfsache, auch dieses Durchhalten, dieser Ehrgeiz. Ich musste gerade daran denken, es klingt so ein bisschen so wie Raubtiermodus, ne? So, die packe ich mir jetzt noch und jetzt tatsächlich, eigentlich nicht mehr kann. Hast du das, würdest du sagen, das war schon immer bei dir so oder hast du das auch speziell aktiv trainiert oder kam das durch die Erfolge oder durch solche Situationen so A oder B, ich kann jetzt aufgeben oder ich kann sie mir noch packen? Würdest du sagen, das war schon so das Mindset-Training oder hast du da irgendwas aktiv auch dran gearbeitet an diesem Raubtiermodus, weil ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie denn dieses Kopfkino losgeht in solchen Situationen und eigentlich schreit dein ganzer Körper, ach, lass doch sein. Komm, wir legen uns aufs Sofa. Aber der andere Teil sagt dann, nee, jetzt erst recht. Wie bist du da hingekommen an diesem Punkt? Ich glaube, dass ich das immer schon konnte. Ich glaube, das war vielleicht auch Teil meines Talents. Also man muss, glaube ich, um in jungen Jahren irgendwie da überhaupt reinzukommen, muss man ein gewisses Talent mitbringen. Schon auch das Training und auch den Ehrgeiz, aber es muss ein gewisses Talent vorhanden sein. Und ich glaube, das war auch speziell mein Talent, eben das zu können. Ich habe seit 2007, also mit 19, als ich zum ersten Mal Weltmeisterin geworden bin, habe ich mir relativ schnell danach einen Mentaltrainer gesucht, mit dem ich dann sehr intensiv zusammengearbeitet habe und immer noch zusammenarbeite. Also es ist auch ein Unternehmenscoach in vielerlei Bereichen. Und da haben wir es auch immer mal wieder speziell geübt, weil es schon dann auch in meiner Karriere mal Phasen gab, wo ich es nicht mehr so konnte. Wo ich innerlich nicht mehr so die Bereitschaft hatte, mich bis zum Letzten zu quälen. Und wir haben dann die Hintergründe beleuchtet. Warum ist es eigentlich so? Haben sich meine Ziele vielleicht verändert? Warum ist dieser innerliche Antrieb momentan nicht da? Und sowas ist manchmal recht komplex. Manchmal aber auch ganz einfach. Also ich hatte eine Phase 2009, da hatte ich 2 sehr, sehr erfolgreiche Jahre hinter mir und da lief es dann irgendwie in diesem Jahr 2009 nicht so hundertprozentig. Da waren wir bei der Weltmeisterschaft in Korea und da war ich so, immer so zwischen Platz 10 und 4 unterwegs, aber nie so richtig dann auf dem Stockerl oder habe dann keine Medaille gewonnen. Und da hatte ich einfach so nicht diesen innerlichen Antrieb. Und wir haben das Ganze dann beleuchtet und haben festgestellt, dass es halt auch anstrengend ist, erfolgreich zu sein. Es bedeutet, dass du diejenige bist, die als Letzte im Hotel ankommt, die als Letzte was zu essen kriegt und zuletzt zum Physiotherapeuten geht, diejenige, die sich zuletzt ins Bett legt und sich erholt, weil du einfach Pressekonferenz hast, Dopingkontrolle. Ja. Jeder noch irgendwas von dir wissen will, noch 10 Journalisten auf dich warten. Und ich glaube, ich war dem Ganzen so ein bisschen müde. Also es war sehr anstrengend 2007 und 2008, nachdem ich 6-mal schon Weltmeisterin geworden bin. In 2 Jahren habe ich ein bisschen Energie liegen lassen in dieser Zeit. Und da habe ich gemerkt, dass gar nicht mehr so richtig dieser Wille da war zu gewinnen, weil eben dieser Rattenschwanz noch daran hängt. Und ich habe das für mich dann so relativ schnell neu sortiert. Es standen ja die Olympischen Spiele dann 2010 an, also ein Jahr später. Und ich wusste, ja, das ist ja mein großes Ziel und da möchte ich ja definitiv erfolgreich sein.
und habe mich dann sehr schnell aus dieser kleinen Tiefphase dann wieder befreit und dann auch meine wirklichen Kräfte wieder gespürt. Ja. Wow. Ja. Danke für diesen Einblick. Daran hab, das hatte ich überhaupt nicht klar. Also, wenn man viele nicht so auf dem Schirm mehr. Das, 20 das ist Interviews auch mal und hier nochmal und da irgendwie alles. Stimmt, ja. Spannend. Ja, aber super, dass du das auch so reflektieren konntest dann mit diesem Mentaltrainer, dass es daran halt liegt. Ne? Das ist ja vielleicht gar nicht so super offensichtlich und wahrscheinlich auch viel, unbewusst auch. Ne? Du hast jetzt nicht gesagt, oh, genau. Keine Lust mehr, sondern eigentlich so eine, wie so eine innere Blockade, die dich dann einfach das verhindert hat. Ja, es war dann auch körperlich. Also ich bin dann auch ständig krank gewesen in dem Jahr. Aus irgendwelchen Gründen. Ich war dann immer irgendwie erkältet, so ein bisschen, immer so ein bisschen die Nase voll. Also hat immer mal Schnupfen und so. Also es war mir einfach irgendwie so ein bisschen zu viel alles. Und genau, ich habe mich dann einfach wieder wirklich auf meine Ziele konzentriert, wie du vorhin auch gesagt hast. Es ist unheimlich wichtig zu wissen, wo will ich denn eigentlich hin? Und das hatte ich, glaube ich, 2009 nicht. Da habe ich einfach gewusst, es steht jetzt die Saison an. So. Und da habe ich mir, glaube ich, kein so richtiges Ziel genommen. Ich wusste schon, gut, Weltmeister wäre jetzt schon wieder gut und so. Aber ich glaube, ich war innerlich nicht hundertprozentig darauf eingestellt, wirklich Weltmeisterin werden zu wollen. Mhm. Und das war auch der Auslöser dafür, dass ich danach, ab 2010, immer relativ selbstbewusst auch mit meinen Zielsetzungen umgegangen bin, was ich auch in der Öffentlichkeit oft auch gesagt habe. Also vor den Olympischen Spielen habe ich ja klar gesagt, ich möchte Olympiasiegerin werden. Und da haben ja auch manche Leute die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Also ist jetzt schon ein bisschen eingebildet, wenn man da hingeht und als erstes, das erste Mal, und ich war 2010 ja auch erst 22, und das fanden manche schon ein bisschen überheblich, da gleich zu sagen, also ich werde jetzt mit 22 bei meinen ersten Spielen Olympiasiegerin. Aber für mich war es total wichtig, mir diese Ziele zu setzen und mir auch einen gewissen Druck vielleicht sogar auch von außen aufzuerlegen, um es wirklich auch durchzuziehen. Also wirklich auch diesen Druck zu haben, auf der Strecke dann auch das Letzte geben zu wollen. Weil du sonst immer diese Ausrede hast. Naja, also irgendwie hätte ich es schon gern geschafft, aber es hat halt leider nicht geklappt. Also dieses hundertprozentige Dahinterstehen und sagen, ich will das wirklich schaffen mit allen Konsequenzen, das hat sich eben durch diese nicht so einfache Phase 2009 sehr verändert. Und da bin ich auch sehr froh, dass ich das vor dem Spiel noch durchgemacht habe, dass ich wusste, okay, es ist wichtig, diese Ziele klar zu formulieren. Ja, da würde ich super gerne nochmal bleiben bei den Zielen. Das scheint bei dir also eines der absoluten Erfolgsrezepte zu sein, diese klaren Ziele zu setzen. Ja. Schreibst du, also jetzt so ganz konkret, hast du dir das überlegt, okay, ich will Olympiasiegerin werden, wolltest du schon als kleines Kind, perfekt. Schreibst du das dann auf? Arbeitest du mit, Visualisierungen? Gibt es ja auch solche Übungen, sich da schon vorzustellen, dass man gewonnen hat und wie man dann die Goldmedaille bekommt und so weiter? Genau. Du hast schon gesagt, du hast es publik gemacht, um dir auch so diesen Druck aufzuerlegen. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen so in deine Umsetzungsmechanik mit reinnehmen. Das wäre toll. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten dafür. Also wir haben, gerade wenn es dann direkt an den Wettkampf ranging, sehr viel Visualisierung gemacht, wo ich mir wirklich vorgestellt habe, wie ich schon da oben stehe, wie sich das anfühlt, diese Medaille in der Hand zu haben. Also wirklich nochmal innerlich noch mehr Motivation dafür zu bekommen, was muss es für ein großartiges Gefühl sein, das wirklich zu schaffen. Und wir haben dann durch Visualisierung auch versucht, den Wettkampf von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde immer und immer wieder durchzuspielen. Also was passiert da? Wie fühlt es sich an? Also wichtig ist das Gefühl dabei. Es ist nicht nur wichtig zu sehen, was jetzt passiert, sondern das Wichtige ist dieses Gefühl, wie fühlt es sich an, jetzt am Start zu stehen? Wie fühlt es sich an auf den ersten Kilometern? Wie fühlt es sich an, in den Schießstand reinzulaufen? Und wir haben dann immer so, wenn dann innerlich so ein Gefühl kam, oh, okay, also vom Schießstand gibt es jetzt so ein Unsicherheitsgefühl, haben wir daran gleich gearbeitet, haben gesagt, was könnte der Grund dafür sein, ein Unsicherheitsgefühl zu haben, wenn man in den Schießstand hineinläuft? Also wirklich sehr akribisch sich diesen Wettkampf komplett schon vorzustellen und quasi keine Überraschung mehr zu erleben. Natürlich weißt du da nie, was deine Konkurrenten machen, aber darauf sollst du dich ja auch nicht konzentrieren. Letztendlich geht es um dich, darum, wie du dich fühlen möchtest in dem Wettkampf. Und ein absolutes Highlight für mich war, weil es mir gezeigt hat, dass diese Arbeit wirklich was bringt und dass es wirklich definitiv richtig ist, es so zu machen, war der Massenstart bei den Olympischen Spielen.
Und den haben wir wirklich auch lange vorbereitet und ich habe mir immer wieder vorgestellt, wie es sich anfühlen soll. Und ich habe dann auch schon, ich habe dann gedacht, okay, also ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass ich während des Wettkampfs so im Mittelfeld unterwegs bin. Also dass ich jetzt nicht so einen Wettkampf haben werde, wo ich von Anfang an vorne weglaufe und alles dominiere. Mhm. Und hatte dann so dieses Gefühl, beim letzten Schießen werde ich dann null schießen und dann werde ich mir diesen Olympiasieg holen. Und es war tatsächlich so, dass ich während des Wettkampfs immer so ein bisschen in der Masse war. Also ja. Da war ich dann auch mal, ich habe mir das im Nachhinein dann immer mal wieder angeschaut, weil ich das für mich auch nochmal analysieren wollte, war dann auch mal auf 7, 8, 9, auch weiter hinten und habe mich dann so nach vorne gearbeitet und bin beim letzten Schießen dann zusammen mit anderen da angekommen und habe dann die Null geschossen und habe dann geschafft, eben mir diesen Olympiasieg zu holen. Und das war für mich echt auch jetzt im Nachhinein noch so Gänsehautmoment, wo ich gedacht habe, also ich habe auch gerade eine. Es ist so krass, was man gedanklich, also ja. Ich bin, glaube ich, schon ein bisschen spirituell geworden durch die ganzen Jahre, die ich da erlebt habe. Aber es ist wirklich Wahnsinn, wie viel Einfluss man auf diese Dinge hat, wenn man es wirklich will und wirklich gut vorbereitet. Und natürlich weiß man nicht, was passiert mit den anderen, wie schießen die. Ich glaube, da hatten dann auch die Favoriten dann auch mal einen Fehler geschossen, aber es gehört auch dazu. Und alle diese Puzzleteile haben eben dazu geführt, dass es am Ende für mich erfolgreich war. Und da bin ich schon sehr stolz, dass ich das, obwohl ich ja doch, glaube ich, noch recht jung war mit 22, kapiert habe und verstanden habe, dass der Kopf im Endeffekt das entscheidende Teil dabei ist. Natürlich kann man trainieren und machen und tun, aber wenn du am Ende vom Kopf her nicht bereit bist, dann bringt das alles nichts. Und das habe ich Gott sei Dank sehr schnell verstanden. Ja. Wow, krass. Das ist echt, vor allem, das ist ja auch nochmal so eine ganz, ich sag mal, so eine unsichtbare Arbeit irgendwie. Ja. Ne? Also ich stimme mir so, ja, okay, läuft da die ganze Zeit die Runden und perfektioniert das Schießen und so weiter. Was ja wahrscheinlich auch der Fall ist. Aber dann diese Mindset-Arbeit nochmal, das finde ich ja boah, grandios gerade. Weißt du, ob ihr da, ob das andere auch gemacht haben oder ob das so euer Alleinstellungsmerkmal war? War das damals gängig? Ist das heute gängig? Es war damals nicht gängig und es war auch immer mal wieder ein Streitthema. Also ich habe gemerkt, ich habe das für mich privat gemacht. Ich habe das auch allein finanziert. Also ich habe das komplett aus privater Kasse finanziert die ganzen Jahre. Es war auch immer ein Thema für den Deutschen Skiverband und für meine Nationaltrainer, weil die immer so ein bisschen ein Problem damit hatten, dass da von außen ein Dritter sozusagen so ein bisschen mit reinarbeitet. Und ich habe das halt abends dann, nach dem Abendessen und so, habe ich mich dann halt hingesetzt und habe dann 1-2 Stunden mit ihm telefoniert. Und es war halt dann privat, aber ich habe da halt einfach für mich dann nochmal so mir das letzte Quäntchen geholt. Und es war für mich auch wichtig, manchmal Dinge zu verarbeiten, die mich beschäftigt haben. Also es ist ja auch nicht immer so, dass während man da unterwegs ist, man immer so positive Erlebnisse hat, auch mit seinen Teamkollegen oder auch mit den Trainern oder mit allem, was halt da so drumherum ist. Und es war für mich unheimlich wichtig, so einen völlig unabhängigen Menschen zu haben, der mir auch mal ehrlich die Dinge sagt, aber der mich fragt, der sich für mich interessiert und der mir wirklich weiterhilft. Also wie soll ich sagen, es ist immer so, wenn man natürlich mit einem Partner telefoniert, was ich natürlich auch viel gemacht habe, oder mit der Familie, die sind immer so ein bisschen befangen. Aber so ein Dritter, der die Dinge von außen betrachten kann, der ist immer sehr neutral und kann da manchmal mehr weiterhelfen als jemand, der einem zu nahe steht. Und genau, das war dann immer so ein Streitthema auch ein bisschen, weil mentales Training halt, manche fanden das so Hokuspokus und haben halt, also ich meine, das ist ja jetzt auch immerhin schon ein paar Jährchen her, das ist über 10 Jahre her. Und da war das noch nicht so wie heute. Heute ist es völlig normal, dass man irgendwie Unternehmenscoach hat, dass man irgendwie Mentaltrainer hat, das ist total in. Aber vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren, da wurden auch mit den Augen gerollt und hat gesagt, was ist das denn für einen Hokuspokus-Schmarrn. Also die Meinungen gingen da sehr auseinander. Es gab noch eine im Team, die auch mit Mentaltrainer zusammengearbeitet hat, ein bisschen auf eine andere Art und Weise, aber im Grunde auch. Und erst nachdem ich dann eigentlich aufgehört hatte oder so in meinen letzten Jahren, habe ich gemerkt, dass das Thema mentales Training immer mehr in den Vordergrund tritt. Und ich hatte dann
nach meiner Karriere auch mal ein Gespräch dann mit dem Deutschen Skiverband, weil ich das dann schon auch öffentlich mal angekreidet habe, dass es eben so, ja, dass es so gar keinen Platz hat wohl im Skiverband. Und da haben wir auch über dieses Thema gesprochen und die haben tatsächlich dann einen Mentaltrainer eingestellt danach. Oh, wow. Wurde zwar super. Leider dann von den Sportlern nicht so genutzt, weil es auch in meinen Augen nicht richtig ist, jetzt einfach irgendwie einen Mentaltrainer zu suchen und der muss dann für alle passen. Weil jeder tickt anders und jeder braucht irgendwas anderes. Also ich glaube, mit meinem Mentaltrainer könnte auch nicht jeder zusammenarbeiten. Man muss schon eine bestimmte Verbindung haben. Und es gibt verschiedene, die wirklich auch gut sind und jeder arbeitet ein bisschen anders und jeder hat auch so seine eigenen Techniken. Und deswegen, glaube ich, macht es auch nicht so viel Sinn, jetzt einen für alle zu haben. Aber ich fand es trotzdem gut, dass man sieht, es ist jetzt schon mal so diese Bewegung da und diese Bereitschaft, okay, es könnte ja vielleicht doch was bringen, dass man auch an seinem Kopf arbeitet. Und gerade beim Biathlon, also wo du dann am Schießstand stehst, wo 20.000 Leute hinter dir stehen. Es gibt, gut, beim Golf, glaube ich, oder vielleicht, es gibt sicher noch ein paar andere Sportarten, wo es so extrem ist. Aber ich glaube, gerade in diesen Sportarten ist doch der Kopf, diese mentale Fähigkeit extrem wichtig. Ja. Ja, das glaube ich. Also ich kann es überhaupt nicht verstehen, wie man an diesem Schießstand steht, nachdem man wie viel da rum. Auch nicht mehr. Und dann dieses, also das habe ich mich immer gefragt, wie das funktioniert. Ich meine, man kommt ja da an, außer Atem und ist irgendwie so, pff. Und dann sieht das immer so aus, dann wird angelegt und dann einmal so ausatmen und dann denke ich immer, okay, sie atmet seit ich 5 Minuten nicht und schießt irgendwie nur, das ist echt super verrückt. Also ja, stimmt, da hast du natürlich recht, gerade, dass da der Kopf wahrscheinlich eine extrem große Rolle spielt. Ich finde deine Geschichte oder jetzt auch das mit dem Mentaltrainer ist so ein richtig schönes Beispiel für erstmal die Extrameile zu gehen. Also nicht nur zu sagen, ja, okay, ich trainiere jetzt halt irgendwie hier so gut ich kann meinen Körper, sondern echt zu sagen, okay, ich muss noch um Olympiasieg, um die Beste zu sein überhaupt auf der Welt, muss ich noch ein bisschen was anderes machen, muss ich noch ein bisschen mehr machen, muss ich vielleicht auch andere Wege gehen. Es klingt ja richtig nach Pioniersarbeit, die du da auch geleistet hast, auch für deine Kollegen, die dann irgendwie nach dir kamen, ne? Zu sagen, hey, Mentaltrainer ist halt einfach, ist wichtig, um wirklich zu sagen, okay, dann bezahle ich es halt selber. Da hätten ja die meisten gesagt so, ah ja, okay, dann ist es wohl irgendwie doch nicht so wichtig. Und du sagst, ist mir egal, ich bezahle das selber und ich telefoniere abends mit dem nochmal 2 Stunden, nachdem ich wahrscheinlich schon 15 Stunden trainiert habe. Ja. Und sich dann wieder hinzusetzen. Das finde ich gerade wirklich so richtig toll und inspirierend zu sagen, okay, man muss, wenn man diese großen Ziele hat, dann muss man einfach die extra Meile gehen und dann muss man Dinge tun, die andere nicht tun. Und das finde ich gerade total schön. Und man muss unter Umständen auch echt mal finanziell echt investieren. Und für mich war das eine riesengroße Investition. Also ich habe da viele 1.000 Euro reingesteckt. Und war aber immer der Überzeugung, dass ich das zurückbekomme. Dass ich durch diese Arbeit, durch dieses Geld, was ich da investiere, und das ist ja im Endeffekt in der Wirtschaft ja auch nicht so viel anders. Also man muss manchmal ja in Dinge investieren, weil man dann glaubt, dass es funktionieren kann. Man muss dann auch den Mut haben zu sagen, okay, ich gehe ein gewisses Risiko ein natürlich, indem ich investiere. Kann sein, dass es mich dann auf die Schnauze haut, aber es kann auch sein, dass es dann funktioniert und dass ich ein Vielfaches zurückbekomme. Und letztendlich hat sich das für mich zu 100% so gestaltet. Also es gab auch viele Menschen in meinem Umfeld, die gesagt haben, wie kann man nur so viel Geld für sowas ausgeben? Wie kann man nur so viel, also ich habe mal eine Situation gehabt, da lag eine Rechnung auf dem Tisch und mein Mann hat es dann gesehen und der hat fast einen Herzinfarkt bekommen und gesagt, bist du eigentlich wahnsinnig, so viel Geld dafür auszugeben? Sag ich, es ist für mich eine Investition in mich und in meine Karriere und in das, was da kommt. Und da gibt es heute noch viele Menschen, die da nicht bereit sind, dann zu sagen, ja, irgendwie wäre es mir schon wichtig, an dir zu arbeiten. Und irgendwie möchte ich schon was tun für mich und für meine Gesundheit und für meine Karriere. Aber jetzt so viel Geld auszugeben, nee, also ist mir dann doch nicht wert. Ich glaube, das macht dann schon einen Unterschied, ob ich wirklich die Bereitschaft habe. Also ich habe halt dann auch, ich habe das Geld ausgegeben, ich habe aber auch sehr akribisch dann gearbeitet. Ich habe gesagt, die Stunden, die ich mir nehme mit ihm, die nutze ich aber dann auch zu 1.000%. Ich bin dann aufmerksam, ich schreibe mir alles auf, ich versuche es wirklich dann noch umzusetzen. Also ich verplemper es dann auch nicht, weil du natürlich dann ja auch selber in der Hand hast, wie du damit umgehst. Und natürlich ist es nichts, was man am Ende in der Hand hält. Also das siehst ja nichts davon. Also natürlich passiert das nur hier oben im Kopf. Und
deswegen ist es immer so ein bisschen schwer greifbar natürlich, was ist das für eine Investition? Aber ich würde sagen, für mich hat sich auf jeden Fall finanziell ausgezahlt, weil ich dadurch natürlich super erfolgreich war und heute noch von meinem Sport leben kann. Und es wäre nicht so, wenn ich eben dann am Ende ein bisschen erfolgreich gewesen wäre, also halt vielleicht ein paar Erfolge gehabt hätte, aber nicht so, dass man sagt, okay, erfolgreichste Biathletin aller Zeiten. Und dann wäre es nicht so, dann könnte ich nicht das Leben jetzt führen, wie es jetzt ist. Und von daher war es definitiv eine gute Investition, kann ich für mich sagen. Ja. Echt toll. Love it. Mein Herz ist gerade so, oh Gott, ist das toll. Ja, aber das ist ja in meiner Community halt auch oft ein Thema, ne? So dieses Investieren, abgesehen jetzt mal von Börse und so weiter, aber so dieses Investieren in sich selber, da sage ich halt auch mal, dass das einfach, es ist einfach der Anfangspunkt. Also bei uns ist es viel so, wenn du nicht weißt, was du tust, wenn du nicht weißt, was du mit deinem Geld tun sollst, wenn du irgendwie nicht keinen guten Umgang mit Geld hast und vor allem auch Mindset, ne? Ich sehe da gerade super viele Parallelen zu dem, was du gesagt hast, oder auch unternehmerischer Erfolg, einfach nochmal diese extra Meile halt zu gehen. Und auch, was ich auch spannend fand, was du gerade erzählt hast, ist das Thema Umfeld. Ne? Vielleicht können wir da nochmal kurz rein. Du sagst so, Lehrer vielleicht nicht so wohlgesonnen, dann eine Mitschülerin wollte ein Autogramm haben und so. Umfeld finde ich ja auch immer so, also sowas von entscheidend, eben ja auch für das Mindset. Ja, also ich finde immer, okay, ich kann so viel in meinem Mindset rumarbeiten, wie ich will. Wenn ich dann 5 Leute um mich herum habe, die mir alle sagen, bist du bescheuert, mach das nicht. Besteht ja schon die Gefahr, dass man dann wieder dann irgendwie wegklappt oder sagt, okay, dann halt irgendwie doch nicht, wenn man die ganze Zeit diese Menschen um sich hat. Gab es da bei dir, hast du irgendwie dann dein Umfeld aktiv vielleicht auch geändert oder hast du das aktiv gemanagt oder kam das dann einfach so, dass bestimmte Menschen sich abgewendet haben, dafür kamen dann wieder neue in dein Leben? Wie viel Aufmerksamkeit hast du dem Thema richtiges Umfeld gegeben? Viel und bis heute eigentlich. Also während meiner Sportlerzeit war es so, dass ich, nachdem ich dann zum ersten Mal richtig erfolgreich geworden bin, dass ich gemerkt habe, dass sich das Team natürlich ein Stück weit von mir abwendet. Also ich glaube, das ist auch normal in einem Damenteam, also Mädels untereinander. Ich war halt sehr jung, ich war teilweise 10 Jahre jünger als die anderen und jetzt kam ich daher und war jetzt erfolgreich und habe es dann auch noch anders gemacht. Jetzt hatte ich da auch noch irgendwie so einen Mentaltrainer auch noch. Also war schon immer ein bisschen schwierig und gerade bei den Olympischen Spielen war ich komplett allein. Also da hat auch wirklich irgendwie keiner mit mir gesprochen, 2 Wochen lang. Aber ich konnte damit umgehen, weil ich meine Kontakte, meine Eltern waren vor Ort, die waren damals in Kanada und mit denen habe ich mich dann immer mal auch wieder zum Kaffee verabredet am Nachmittag. Das war für mich sehr wichtig und sehr wohltuend, auch mal mit jemandem sprechen zu können, weil natürlich einfach diese Konkurrenzsituation so stark war. Und ich mache den Mädels überhaupt gar keinen Vorwurf. Also ich habe zu vielen jetzt ein sehr, sehr freundschaftliches und gutes Verhältnis. Also ich verstehe es, wie schwer es sein muss, wenn da jemand daherkommt und es scheinbar so leichtfüßig und so leichtfüßig macht und tut und dann auch irgendwie noch so vielleicht so eine Art hat, die mir dann vielleicht nicht passt oder die ich irgendwie nervig finde oder keine Ahnung. Also das verstehe ich, ich mache da irgendwie niemandem Vorwurf, aber es war für mich auch echt eine gute Schule zu lernen, dass es halt gerade, wenn man erfolgreich ist, dass sich viele Menschen von einem abwenden können. Es gibt dann natürlich aber auch die Leute, die dann daherkommen und die sich dann auch gerne da irgendwie mit dranhängen müssen. Also es war für mich sehr wichtig, dann zu lernen, was will der Mensch eigentlich von mir? Also da gab es so eine Übung für mich, die fand ich oder finde ich immer noch sehr hilfreich und die heißt, aus den Augen des anderen zu gucken. Das ist eigentlich so eine Übung aus der gewaltfreien Kommunikation, diesem Wolf und Giraffe, ich weiß es nicht, es kennen vielleicht manche, wo man auch so von außen auf die Situation guckt und wo man sich selber quasi in den anderen hineinversetzt und durch die Augen des anderen sich selbst sieht und dann auch viel besser einordnen kann, okay, für den kommt es ganz anders an, als ich das wahrnehme. Also das war für mich eine sehr wichtige Übung, um eben auch mit den Menschen in meinem Umfeld besser umgehen zu können. Ich habe schon gemerkt, dass dieses mentale Training auch bei mir daheim so auf so geteilte Meinungen stößt, weil manche es vielleicht so spirituell fanden oder irgendwie dachten, ich mache da irgendwie so einen Humbug, weiß ich nicht. Ich habe dann einfach nicht mehr so viel erzählt daheim. Also ich habe dann nicht mehr so viel über dieses Thema gesprochen. Ich habe es dann eher für mich gemacht. Ich war dann einfach entspannter. Und es gab immer wieder in meinem Leben Situationen, wo Leute
der Meinung waren, dass ich falsche Entscheidungen treffe oder dass ich, also gerade dieses Thema, als ich dann aufgehört habe, also das war natürlich ein ganz großer Hammer, als ich dann ja mitgeteilt habe, dass ich meine Karriere beende, da gab es Leute, die gesagt haben, wie kannst du nur, also bist du eigentlich völlig bescheuert, wie kann man eigentlich mit 25 jetzt das alles hinschmeißen? Und das war damals auch so eine Entscheidung, wo ich ganz genau wusste, dass es für mich richtig ist. Und ich habe das auch für mich 2 Jahre lang durchgearbeitet und mir überlegt, ja, aber schon auch aus dem Gefühl und aus dem Herzen heraus diese Entscheidung getroffen. Und ja, natürlich, da verlierst du immer wieder Menschen und da kommen aber auch neue Menschen dazu. Und da gibt es irgendwann die Menschen, die 5 Jahre später sagen, ja, also jetzt im Nachhinein betrachtet, hast du irgendwie vielleicht doch die richtige Entscheidung getroffen. Also letztendlich hat mir alles, was ich bisher erlebt habe, gelehrt, dass es wichtig ist, auf sich selbst zu hören. Und jeder hat natürlich immer seine eigenen Gedanken, die er mit einbringt. Und ich habe schon Menschen, die ich dazu befrage. Also es gibt meine Eltern, mein Mann natürlich, meine Freunde, enge Freunde, die ich dann immer auch mal befrage zu gewissen Dingen. Aber die Entscheidung treffe ich immer am Ende selbst. Und richtig oder falsch gibt es ja im Endeffekt nicht. Also es gibt nie ein richtig oder falsch. Man muss es immer für sich selber einordnen. Fühlt sich das jetzt gut an? Was möchte ich denn? Ich habe dann letztendlich, vor 2 Jahren habe ich mich von meinem Management getrennt und das war auch so eine Situation, weil die eben der Meinung waren, dass ich gerade was das Wirtschaftliche oder auch mein Geschäftliches angeht, noch mehr Gas geben muss. Und ich war der Meinung, naja, ich habe aber auch 2 kleine Kinder und ich glaube, vielleicht ist es auch mal an der Zeit, ein bisschen mehr Familie und sich um die wichtigen Dinge im Leben zu kümmern. Und da habe ich dann wieder Entscheidungen getroffen. Habe mich dann entschieden, das alleine zu machen und mich eben darauf zu konzentrieren, was für mich wichtig ist. Und so verliert man manchmal Menschen in seinem Leben. Es gibt dann manchmal unangenehme Situationen und plötzlich tun sich wieder neue Dinge auf. Also ich glaube, es ist ganz normal, dass es immer wieder so ist, dass ich dass Menschen kommen und gehen. Ja, ja, das erfahre ich eigentlich auch so, ne? Und ich finde es aber auch nicht schlimm. Also ich bekomme immer so ein bisschen mit aus der Community, ja, aber was ist, wenn sich meine Freunde dann irgendwie abwenden oder so? Also erstens, wenn es richtig gute, tiefe Freunde sind, dann wenden die sich nicht ab, weil denen ist egal, wie viel Geld du hast oder auch nicht. Und dann, bei mir war es in den letzten Jahren auch immer so, dass es schon fast so ein bisschen magisch irgendwie auch war. Ne? Ich finde, wenn man sich einmal dafür öffnet, zu sagen, ja, okay, lass doch ein paar Leute rein, ein paar Leute wieder raus. Das so, ich habe immer das Gefühl, das sortiert sich fast so ein bisschen von alleine. Und dann kommt so ein neuer Mensch in mein Leben und ich weiß noch nicht genau, warum. Und im halben Jahr denke ich dann so, ach, deswegen, ja, jetzt macht alles Sinn. zusammen. Und ich finde, das gehört ja irgendwie auch mit dazu und auch in der gesamten Weiterentwicklung. Ja, wenn ich immer nur in dem gleichen Umfeld mit den gleichen Leuten bin, dann geschieht höchstwahrscheinlich auch relativ wenig Weiterentwicklung. Ne? Genau. Dieses gleich und gleich gesellt sich gern. Oder es gibt ja auch diesen tollen Spruch, ich weiß nicht, ob du den kennst, dass wir selber der Durchschnitt der 5 Menschen sind, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Sowohl was so die Gesundheit angeht, als auch Finanzen, als auch vielleicht glücklich sein in der Beziehung und so weiter. Und als ich das gehört habe, war ich so, oh, da muss ich mal kurz überlegen, ob ich das so haben will, ob ich der Durchschnitt der 5 Menschen sein will, die ich gerade so in meinem engsten Umfeld habe. Aber ja, finde ich super spannend, dass bei dir natürlich Umfeld auch, gerade auch bei diesen ganzen Mentaltraining-Geschichten, was du gesagt hast, kann ich mir gut vorstellen. Wenn da einer immer querschießt und sagt, das ist blöd, ist ja nochmal ist ja so schon anstrengend genug, diese Mindset-Arbeit, aber dann noch gegen das Außen auch noch andere abzuwehren, abgefahren. Ja, du hattest schon dein Karriereende angesprochen. Vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen drüber reden. Das war ja durchaus, ich meine, jetzt, also da warst du 25 und jetzt hast du gerade gesagt, du hast das mit 2 Jahren eigentlich geplant. Das heißt, was mit 23 hast du schon dein Karriereende geplant. Wie, warum? Was war da los? War das irgendwie, ja, was ist passiert? Der ausschlaggebende Punkt waren die Olympischen Spiele tatsächlich 2010. Es war so, dass ich dann, also es war ja immer mein großes Lebensziel, Olympische Spiele und Olympiasiegerin zu werden. Und das hatte ich dann erreicht. Und nachdem ich dann von den Olympischen Spielen nach Hause gekommen bin, hatte ich wirklich echt so einen richtigen Tiefpunkt. Also ich habe auch bis Juni gebraucht, bis ich überhaupt wieder trainieren konnte, weil ich war irgendwie so kaputt und so müde und habe auch irgendwie für mich erstmal kein neues Ziel mehr gefunden. Also ich habe echt zu meinem Trainer, ich habe ihn immer mal wieder angerufen und gesagt, ich kann heute noch nicht kommen, ich bin nicht bereit, ich kann nicht ins Training kommen, es ist irgendwie
keine Motivation da. Und das hat mich total ein bisschen durcheinander gewürfelt, weil ich gemerkt habe, okay, also ich habe eigentlich meine ganze Sportlerkarriere bis zu diesem Punkt 2010 ausgerichtet gehabt. Aber ich habe nicht gedacht oder nicht darüber nachgedacht, was kommt denn eigentlich danach noch so sportlich gesehen. Aber ich war so fixiert auf dieses große Ziel. Und da habe ich dann eben auch viel gearbeitet in dieser Zeit und mir viele Gedanken gemacht und habe zum ersten Mal eben darüber nachgedacht, wie lange mache ich das eigentlich noch? Und diesen Gedanken hatte ich vorher natürlich nie, also ist ja klar, wenn man sehr jung ist. Und habe aber gespürt, es wird bei mir nicht ewig dauern, bis ich dann was Neues mache. Also es war irgendwie so innerlich so ein Wissen da, dass ich erstens keine Olympischen Spiele mehr mitmachen werde. Für mich war klar, einmal Olympische Spiele und das war für mich völlig okay. Es war jetzt für mich nicht so, also es war für mich großartig, diese Erfolge zu feiern, aber ich fand es jetzt nicht wahnsinnig schön, bei den Olympischen Spielen zu sein. Also ich glaube, die wenigsten Menschen können sich vorstellen, was da tatsächlich hinter den Kulissen abläuft. Und es ist bei weitem nicht dieses schöne Event und dieses feierliche, tolle Familienevent, das man so im Fernsehen sieht. Es war super anstrengend und ich fand es auch überhaupt nicht schön, teilweise. Meine Eltern sagen auch oft. Meinst du jetzt so von den Gegebenheiten drumherum? Also ich hatte irgendwann das mal mitbekommen, dass, also es war ja eher so, also auch so die Unterbringung in so Dorms gefühlt und schlechtes Essen. Wie in so einem Käfig, so. Ja. Also das Essen war echt okay. Wir haben alle Sportler aus dem Olympischen Dorf haben in so einem Essenszelt gegessen, aber du konntest dir immer aus so verschiedenen Nationalitäten sozusagen was aussuchen. Es war alles okay, aber wir waren halt eingesperrt in unserem Olympischen Dorf. Du warst da und ich weiß nicht, ich fand es total spannend, das mal mitzuerleben. Ich habe es auch in vielen Momenten total genossen, aber ich fand es auch schon sehr befremdlich teilweise. Und gerade diese Momente, nachdem ich erfolgreich war oder nachdem ich einen Wettkampf gewonnen hatte, wo du dann wirklich am Arm gepackt wirst und gezerrt wirst, also wirklich nicht nur im übertragenen Sinne, sondern reell durch diesen Pressekorridor durchgezogen wirst und ein Interview nach dem anderen gibst, ewig lange Pressekonferenz, ewig lange Dopingkontrolle, weil ja bei Olympischen Spielen alles nochmal irgendwie viel, viel, viel größer und stressiger und länger ist als sonst. Und am Ende des Tages war es so, also ich war dann kurz in meinem Zimmer, es war jedes Mal eine Stunde Fahrzeit vom Stadion bis ich dann letztendlich im Olympischen Dorf durch die ganzen Sicherheitskontrollen durch war und in meinem Zimmer dann wieder war, dann hatte ich kurzzeitig ein bisschen umzuziehen. Und bin dann sofort wieder gestartet, um dann zu dieser Medal-Ceremony zu gehen, die total schön war natürlich, wenn du da oben stehst und die deutsche Nationalhymne hörst, es gibt nichts Besseres. Und trotzdem, ich war 3 Stunden vor Beginn dieser Medal-Ceremony, mussten wir da sein, um, weiß ich nicht was, zu üben oder da zu sein. Dann habe ich im Nachhinein mitbekommen, dass meine Eltern, also ich habe dann versucht, unterwegs Karten für meine Eltern zu organisieren, dass die dann bei dieser Medal-Ceremony dabei sein dürfen. Und unsere Trainer haben dann gesagt, ja, wir kümmern uns, dass deine Eltern da reinkommen. Und was war am Ende? Die Trainer standen alle ganz vorne und meine Eltern konnten nicht rein, weil sie keine Karte hatten. Oh. Und die standen da ganz, 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 ganz hinten und haben quasi mich von ganz Weitem dann gesehen. Und das fand ich einfach so menschlich. Also menschlich fand ich es in vielerlei Hinsicht sehr enttäuschend, weil der Mensch nichts zählt. Also dein Erfolg zählt was, aber du als Mensch hinter diesem Sportler bist in diesem Moment irgendwie nichts wert. Und danach dann Deutsches Haus. 7 Millionen Menschen, die dir die Hände schütteln, also gefühlt. Und ich bin dann um 3 Uhr morgens ins Bett gefallen und war nur noch fertig. Ich war nur noch kaputt. Ich habe mich kein bisschen gefreut. Ich habe, glaube ich, nur noch geheult und war einfach nur kaputt. Weil du ja dann auch am übernächsten Tag wieder einen Wettkampf hast. Also du hast ja übernächsten Tag, möchtest ja auch wieder Erfolg hast. Ich frage mich auch im Nachhinein, wie das geht. Und ich glaube, vielleicht gibt es Sportler, denen das nichts ausmacht und die sagen, ach, das stecke ich weg. Also wenn ich Olympiasieger geworden bin, ist mir das völlig wurscht, dann dürfen mich alle Menschen durch die Gegend ziehen oder so. Aber da bin ich, glaube ich, zu zart beseitet und da bin ich mir selbst auch zu viel wert, dass ich das gerne mit mir machen lasse. Also ich bin dann schon so, dass ich so große Wertschätzung mir gegenüber auch habe, dass ich sage, also ich habe mich gefühlt wie so ein Tier letztendlich. Und all diese Dinge, die ich eben da erlebt habe, haben mich dazu veranlasst zu sagen, also Olympische Spiele werde ich auf keinen Fall mehr mitmachen. Und dann war ja klar, okay, also dann wird es ja nicht mehr so lang dauern, bis ich dann aufhöre. Und dann waren die Weltmeisterschaften in Ruhpolding 2012. Das war für mich dann wirklich so mein erklärtes Ziel, habe ich gesagt, okay, also Weltmeisterschaft im eigenen Land, das ist natürlich echt toll, ein super Highlight und
da werde ich dann meine Karriere beenden. Und das Ziel habe ich mir eigentlich nach den Olympischen Spielen 2010 schon gesetzt und habe da sehr akribisch und sehr hart trainiert daraufhin und hatte, glaube ich, nochmal so richtig, richtig schöne 2 Sportlerjahre, weil ich es nochmal so sehr bewusst gemacht habe. Und gerade dieses letzte Jahr war für mich eins der schönsten, weil ich jeden Tag ins Training gegangen bin und gesagt habe, danke, danke, dass ich das machen darf. Ich finde es so schön und ich habe es echt genossen und ich freue mich aber auch auf das Leben, was danach kommt. Also eben dankbar zu sein für das, was man jetzt hat und was war, aber auch sich darauf zu freuen, was kommt im Leben. Und ich war immer der Überzeugung, dass es irgendwie gut wird, dass danach schon auch wieder irgendwas kommt, was zu mir passt. Und jetzt im Nachhinein bereue ich gar nichts. Aber es gab natürlich auch in dem Moment viele Menschen, die gesagt haben, bist du wahnsinnig, ja. Warum? Ja. Warum? Ja, genau. Aber total spannend. Also ich musste gerade daran denken, was du am Anfang des Gesprächs gesagt hast, so durch diese, dass du dich durch diese Qualen ziehst gerne im sportlichen Bereich. Ne? Aber genau. Aber nicht überall. Ne? Das finde ich gerade total spannend, zu sagen, okay, im Sportlichen und ich gebe alles. Aber wenn mir irgendwie mal blöd kommt oder mich halt irgendwie nicht so behandelt, wie ich das gerne hätte oder das für mich auch wichtig ist, dann ziehe ich hier die Grenze bis hierhin und nicht weiter. Das, genau. Also Respekt auch, das so auch zu definieren für sich. Und wow, ja, das klingt auf jeden Fall gesund, sagen wir es mal so, weil ich glaube, es gibt wahrscheinlich, ich musste gerade immer so an Michael Phelps denken, der ein Rennen nach dem nächsten und Olympische Spiele noch und nöcher. Viele haben da wahrscheinlich einen ganz anderen Ansatz, aber es ist ja wirklich toll, dass du dich da auch, also ich kann mir vorstellen, dass es da viele gab, Trainer und Verbände und Management, die gesagt haben, du machst jetzt hier noch weiter, da hängt auch so viel Geld dran. Dass du dann irgendwie sagst, so, nee, ich mit 25 ist Schluss und Olympische Spiele mache ich auf gar keinen Fall nochmal mit. Das ist echt, gerade auch in dem Alter, das Standing auch vor sich selber zu haben, mit Anfang, Mitte 20 zu sagen, nee, da habe ich keine Lust drauf, das mache ich nicht. Dass sich das auch zu trauen, also krass, ja, das war wahrscheinlich auch mal viel Mindset. So. Das beschäftigt mich auch nach wie vor sehr viel. Also so dieses Thema, wie viel Mitspracherecht haben andere Menschen in meinem Leben? Oder also das zieht sich eigentlich bei mir so durch, weil ich hatte immer schon ein Problem damit, wenn ich so bevormundet werde. Ich fand es immer total gut, mit dem Trainer sich so auf Augenhöhe zu begegnen und ihn auch als Respektsperson und als schon auch meinen Vorgesetzten zu sehen, der mir sagt, was ich tun muss, also schon mein Chef, aber irgendwie auf Augenhöhe. Und ich habe immer irgendwie ein Problem damit, wenn andere Leute meinen, sie müssten jetzt über meinen Kopf hinweg entscheiden, was jetzt gut und schlecht wäre. Und ich bin jetzt da, glaube ich, relativ extrem geworden mit solchen Dingen. Also nachdem ich mich dann auch von meinem Management getrennt hatte, weil wir sehr unterschiedliche Vorstellungen hatten von den Dingen, die ich machen möchte oder soll oder kann. Ich habe halt einfach extrem auch die letzten Jahre daran gearbeitet, an dieser Selbstliebe, eben mich selbst auch so zu akzeptieren und auch selbst zu verstehen, was brauche ich in meinem Leben, um gesund zu sein, um glücklich zu sein, um auch mit meiner Familie glücklich zu sein. Das zieht sich ja auch irgendwie durch. Also wenn es dir nicht gut geht, geht es irgendwie deinem Umfeld auch nicht gut. Also gerade bei den Kindern merkst du es total. Und das ist irgendwie für mich wie so eine Lebensaufgabe, dass ich immer sehr genau beleuchte, ob die Dinge jetzt wirklich, ob ich das wirklich tun möchte oder nicht. Und das kommt vielleicht auch so aus dem Sport, aber es ist vielleicht auch so was Angeborenes, ich weiß es nicht. Ich bin da schon immer sehr, sehr dahinter und ich glaube, es ist ja prinzipiell auch so ein Frauenthema, dass wir Frauen ja oft denken oder vielleicht wenig selbstbewusst auch mit diesen Entscheidungen manchmal umgehen. Ich will es nicht verallgemeinern, aber ich glaube schon, dass wir als Frauen so ein bisschen das Problem haben, uns eher vielleicht mal was sagen zu lassen, weil wenn jetzt da ein paar Leute daherkommen und sagen, naja, also das kannst du doch jetzt nicht machen und also wirtschaftlich gesehen und sowieso und überhaupt, es geht ja gar nicht, sich als Frau dann da durchzusetzen und zu sagen, und also ich bin auch in einer sehr großen Männerwelt eigentlich zu Hause, also die meisten, mit denen ich auch geschäftlich zu tun habe, sind alles Männer und da muss ich mich schon manchmal mit vielen Dingen durchsetzen, weil ich da oft sehr andere Ansätze habe oder andere Gedanken zu den Themen und das trauen wir Frauen uns, glaube ich, manchmal nicht so. Also man kriegt es immer wieder mit, dass wir vielleicht einfach da zu wenig selbstbewusst sind und auch sagen, nein, also das steht mir auch zu. Und das
möchte ich auch einfach so und ich setze mich da durch. Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Also du bist da ja auch Expertin auf diesem Gebiet, aber ich glaube, Ja, das ist so ein Frauenthema total. ein bisschen. Ja. Absolut, glaube ich auch. Gerade in Männerdomänen dann auch. Und es fängt schon mit Beziehungen auch einfach an. Ne? Also Jungs sollen Ja. hochklettern aufs Klettergerüst und sich irgendwie raufen und irgendwie Abenteuer Genau. erleben. Und Mädchen, Genau. zieh mal bitte dein Kleidchen an und mach's irgendwie nicht so dreckig. Genau. Zum Thema Selbstbewusstsein. Du hast ja schon mal auch am Anfang des Gesprächs gesagt, dass die Selbstbewusstsein eben auch über die Erfolge kam. Wie ist es denn außerhalb des Sports dein Selbstbewusstsein? Du hast es jetzt gerade gesagt, so mit dem Management und so auch. Hast du daran auch aktiv gearbeitet, an deinem Selbstbewusstsein oder kam das so unterwegs? Ich musste dann daran auch arbeiten, Ja. weil ich gemerkt habe, ich gehe da sonst unter. Also wenn ich mir dann immer alles nur gefallen lasse und also ich hatte sicher im Sport das größere Selbstbewusstsein und habe mich da vielleicht oft in anderen Dingen ein bisschen unsicherer gefühlt, was ja natürlich klar ist, der Sport, da war ich, also da bin ich Profi gewesen, absolut. Ja. Und vielleicht in anderen Dingen nicht so sehr, aber ich habe mich dann halt auch aktiv mit vielen anderen Dingen beschäftigt und habe die Dinge auch sehr oft hinterfragt. Für mich und habe mich auch eingelesen, habe mich auch eben mit meinem Mentaltrainer ziemlich viel ausgetauscht und habe dann schon gemerkt, also ich glaube, man könnte das auch anders machen und habe dann eben ja allen Mut zusammengenommen, mein ganzes Selbstbewusstsein, habe dann mich eben von meinem Management getrennt und nachdem mir auch gesagt wurde, du wirst das niemals schaffen, das selber zu machen und du kennst dich damit ja auch überhaupt nicht aus und das ist ja auch, also das, also wirst schon sehen, es läuft nicht gut, war meine Motivation sehr groß, es gut zu schaffen. Und letztendlich mache ich es jetzt auf meine eigene Art und Weise. Ich glaube schon mit einem großen Selbstbewusstsein, dass ich weiß, was ich erreicht habe. Also ich weiß, dass diese Erfolge, die ich hatte, die stehen zu Buche. Und die sind so, definitiv. Und ich glaube, darauf kann man auch mal stolz sein. Und wir Deutschen sind ja oft gern so, dass wir dann sagen, ja, es war halt schon irgendwie gut. Und man darf schon ruhig auch mal sagen, ich bin auch stolz darauf. Also ich bin total happy, was ich mir da erarbeitet habe. Und ich habe es mir ja wirklich erarbeitet. Es war viel harte Arbeit und ich habe dafür ein großes Geschenk bekommen. Und daraus mache ich jetzt was. Und dementsprechend selbstbewusst gehe ich jetzt auch auf meine Geschäftspartner zu. Und ich führe sicherlich die Gespräche ganz anders, als es vielleicht ein Management machen würde. Vielleicht auch auf einer emotionaleren Ebene, ich weiß es nicht, aber schon auch mit dem Selbstbewusstsein zu wissen, wer ich bin und was ich erreicht habe. Und ja, damit fahre ich, glaube ich, ganz gut. Und diese Entscheidung vor 2 Jahren, die ich da getroffen habe, die hat sich für mich als definitiv auch wieder richtig herausgestellt. Und da kann man jetzt vielleicht nicht sagen, dass die wirtschaftlich sinnvoll war, weil ich mich ganz bewusst ein bisschen, wie sagt man so schön, gedownshiftet habe. Also ich habe ganz bewusst viele Projekte auslaufen lassen und auch ein paar Geschäftsbeziehungen beendet, um auch mal wieder atmen zu können und auch mal wieder ein bisschen Raum für andere Dinge zu haben. Und wie du vorhin gesagt hast mit diesen Beziehungen, dass man manchmal Beziehungen loslassen muss, damit andere Dinge wieder kommen, das ist im Geschäftlichen ganz genauso. Du musst manchmal den Mut haben, auch Dinge loszulassen, die nicht mehr so gut zu dir passen, um wieder neue Dinge in dein Leben zu lassen. Und ich glaube stark an das Gesetz der Anziehung oder das Gesetz Oh der ja, ich auch. Resonanz, dass die Dinge dann in dein Leben kommen, die zu dir passen. Und da ist es eben auch wichtig, diese Veränderungen stetig zu haben. Also nicht auf der Stelle zu treten, sondern auch wirklich immer wieder auch Platz zu machen für neue Dinge. Und dadurch, dass es, glaube ich, jetzt auch so ganz gut funktioniert hat und dass ich gesehen habe, dass diese Taktik aufgeht, habe ich mir da auch dieses Selbstbewusstsein jetzt geholt. Vielleicht noch nicht ganz so stark wie im Sport, aber im Grunde ja, weil jetzt ein paar Dinge passiert sind, wo ich sage, wow, also da bin ich jetzt auch wieder stolz auf mich, dass ich mich getraut habe, es so zu machen. Ja. Das fand ich jetzt nochmal einen spannenden Punkt, sich auch zu trauen. Ich finde, das ist halt auch, ich werde auch oft gefragt, ja, Selbstbewusstsein, wie kriege ich das irgendwie hin und so. Na, nicht, indem man auf dem Sofa sitzt und schnipst und sagt, oh, jetzt bin ich selbstbewusst, sondern da gehört auch ganz viel Nein, nein, zu, Veränderungen ja. reinzugehen und diese Entscheidung zu treffen und auch zu sagen, okay, gut, ja, ich treffe jetzt diese Entscheidung, es kann gut gehen oder es kann halt irgendwie auch nicht gut gehen. Kann Weiß ja ich ja immer passieren, ja. nicht. Aber Ja. was definitiv nichts Gutes bringt, ist Inaktivität und irgendwie nur da zu sitzen und dann doch wieder das andere machen zu lassen. Also ich glaube, so dieser Mut, auch dieses Vertrauen in sich selber, klar, das ist dann natürlich ein wiederverstärkendes, sich selbst verstärkendes System, aber ich glaube auch, dass der Anfangspunkt, genau das ist, was du gerade gesagt hast, dieses mutig sein, rauszugehen,
Dinge selber in die Hand zu nehmen und dann auch zu entscheiden. Ja, echt super spannend, dass es, wie das auch Ganze so bei dir gelaufen ist. Und jetzt sind wir ja auch schon quasi im Hier und Jetzt. Du hattest gesagt, ja, so, du hast auch einfach darauf vertraut, dass danach etwas Neues kam. Das finde ich auch nochmal spannend. Man muss nicht immer schon alles ausgeplant haben. Und ich stehe total auf Pläne. Ja, ich liebe Ziele, ich liebe Pläne. Ja, ich auch eigentlich, aber. aber auch in den letzten Jahren gemerkt, dass nicht immer, dass es dann auch hemmend sein kann, wenn man denkt, man müsste immer schon den nächsten Schritt schon komplett ausgeplant haben, um halt eine Entscheidung zu treffen, sondern ganz oft ist es einfach so, und so klang es bei dir jetzt auch, okay, ich treffe jetzt erstmal diese Entscheidung und ich habe grobe Idee, auch warum ich das mache, also die Gründe waren ja sehr, sehr, sehr klar und es wird schon das Nächste dann kommen, obwohl ich es jetzt noch nicht greifbar habe, weil ja jetzt auch noch gar kein Platz in meinem Leben für dieses Neue ist, das kann ja noch gar nicht da sein. Wie waren denn aber deine Gedanken an dem Zeitpunkt zu deiner Zukunft? War da irgendwie klar, ich glaube, du hast in einem Interview mal gesagt, Mutter sein ist für dich das Schönste auf der Welt. War das irgendwie klar, dass das ein großes Thema sein wird? Und wie ist dein Leben denn jetzt? Also was Aktivsport betreibst du ja nicht mehr, aber du hast ja noch ein paar andere Projekte. Vielleicht kannst du uns da noch mal so ein bisschen mit reinholen in dein jetziges Leben. Also es ist tatsächlich so, dass ich schon mir auch so ein gewisses Urvertrauen angeeignet habe und obwohl ich schon meine Ziele habe im Leben und schon ungefähr weiß, wo ich hin möchte, sage ich schon auch für mich manchmal, naja, die Dinge passieren aber dann schon auch und ich vertraue darauf, dass es gut wird und wenn ich merke, es passiert lange nichts Gutes, also ich glaube, man muss schon immer im Tun bleiben, also man muss schon immer irgendwie so, wie du sagst, also man muss schon selber dahinter sein, aber es ist auch gut darauf zu vertrauen, dass es eben gut wird. Und also jetzt aktuell ist mein Leben eigentlich genauso, wie ich es mir mal vorgestellt habe. Ich habe zwei gesunde Kinder, die Große geht jetzt schon in die Schule, der Kleine ist jetzt 4. Ich bin immer noch Geschäftsfrau, aber auf genau dem Level, wo ich sage, es tut mir noch gut und ich fühle mich noch sehr wohl damit. Ich bin finanziell komplett unabhängig von allem Möglichen. Ich kann, ich weiß, dass ich für später abgesichert bin. Ich habe ein bisschen investiert in den letzten Jahren. Also ich habe jetzt so das Gefühl, dass ich total angekommen bin. Jetzt total. Klar, mir fehlt so ein bisschen der Sport. Ich würde gerne ein bisschen mehr Sport machen, aber aus verschiedenen Gründen mache ich einfach zu wenig. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich echt super happy und ich bin froh, dass all Dinge so gekommen sind, wie sie eben gekommen sind. Und sogar mit dieser Corona-Krise, also ich weiß, dass es für viele echt ein ganz, ganz, ganz schweres Jahr war und auch nach wie vor ist. Je nachdem, in welcher Branche du jetzt momentan unterwegs bist. Ich kann jetzt nur für mich persönlich aus meiner eigenen Sicht sagen, für mich war es vielleicht sogar in der Hinsicht ein bisschen positiv, dass ich mal Zeit hatte, dadurch, dass eben viele Termine ausgefallen sind, vieles einfach nicht möglich war dieses Jahr, noch mehr Zeit hatte, mir so ein bisschen klar zu werden, was wirklich noch wichtig ist in meinem Leben und was vielleicht in Zukunft gar nicht mehr so relevant ist oder was mir jetzt dieses Jahr eigentlich so auch gar nicht gefehlt hat, obwohl es jetzt nicht da war. Und es war für mich von daher ein ganz gutes Jahr, mich zu sortieren und habe mich jetzt auf meine Projekte konzentriert. Ich habe jetzt noch 5 große Geschäfts- und Werbepartner, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich verschiedene Projekte mache, die auch sehr unterschiedlich sind, weil die Branchen auch sehr unterschiedlich sind. Finde ich auch wahnsinnig schön an meinem Beruf, dass ich sozusagen so viele verschiedene Berufe habe. Also ich bin, ich arbeite für die ARD, bin nächste Woche jetzt dann wieder im Einsatz, also sozusagen vor der Kamera und sprechen und als Co-Moderatorin oder Expertin. Ich bin aber auch Geschäftspartnerin, also habe auch gewisse Mitsprache bei Firmen wie Adidas zum Beispiel, die mich auch mal fragen, wie findest du den Schuh? Also findest du den gut oder bequem oder kommst du damit, also das ja auch, dass ich sozusagen so in dieser Produktgeschichte auch mit drin bin. Beim Autohersteller, wo ich dann auch mal ein Auto ausprobieren darf, wo wir mal auf die Fahrstrecke gehen dürfen. Also es ist so abwechslungsreich und so schön und es macht mir so viel Spaß, weil ich jetzt genau die Partner habe, die echt gut zu mir passen und wo es auch menschlich total gut passt, noch dazu. Und vor allem habe ich echt total viel Zeit für meine Kinder und für meine Familie. Ja, das liebe ich total. Also ich bin auch so aufgewachsen, meine Mama war auch da und hat mit uns Plätzchen gebacken und
hat es uns einfach schön zu Hause gemacht. Und ich mag das einfach, wenn meine Kinder mittags heimkommen, wenn ich die vom Bus abhole und es gibt ein warmes Mittagessen und wir machen was zusammen am Nachmittag, wir gehen raus. Das ist für mich echt schön. Vormittags mache ich so meine Sachen und nachmittags mache ich das mit den Kindern. Und eigentlich wollte ich genau hier hin. Also ich bin jetzt gerade genau da, wo ich mal hin wollte. Ja. Klingt auf jeden Fall Total. total schön. Ja. Das hast du dir, glaube ich, redlich verdient. Auch Vielen Dank. Aber diese man ruhige tut ja Zeit. selber was dafür. Also es ist ja, Klar. Ja. ja, so wie man sich unbedingt vorstellt oder wie man die Wege sich so bereitet, so kommt es vielleicht grob auch. Also natürlich immer auch in Umwegen und auch mal vielleicht ein bisschen anders, aber es das heißt nicht, dass es deswegen auch schlechter ist. Manchmal sind Dinge, die ein bisschen anders kommen, vielleicht sogar noch besser, als man sich es vorgestellt hat. Also ich glaube, dann auch die gewissen Offenheit zu haben, zu sagen, ich habe schon ein gewisses Ziel, aber mal sehen, wie dieses Ziel dann am Ende in Wirklichkeit aussieht. Ja. Schön, ja. Lass uns noch über Geld sprechen. Ja. Ja, du Machen hast wir ja ganz gerne. Ja. gerade schon erzählt, wie du jetzt Geld verdienst mit Sponsorships, mit Auftritten in der ARD zum Beispiel. Wie war das denn in deiner aktiven Karriere als Sportlerin? Vielleicht kannst du uns da mal erzählen, was so die Einkommensströme sind von Preisgeld über Sponsorships, was auch immer, wie du da Geld verdient hast. Genau, also als Sportler hat man so verschiedene Einnahmequellen. Zum einen ist man bei der Behörde angestellt, das ist sozusagen so der Sicherheitsgrundstock. Der Ja. Geld, was dir so zum Überleben für die Miete, für dein tägliches Leben sozusagen so diese Sicherheit bietet. Dann hast du natürlich die Möglichkeit, über Erfolge dann auch dementsprechend Preisgeld zu verdienen. Ist jetzt beim nicht so hoch wie bei, weiß ich nicht, beim Tennisspieler oder beim Golfspieler. Okay, klar. Ja. 10.000 Euro für einen Weltcupsieg, was ich schon sehr beachtlich fand und was schon ein schöner Verdienst ist, wenn du am Wochenende vielleicht sogar mal zwei gewonnen hast. Genau, und dann gibt es noch Preisgelder vom Skiverband, wenn du jetzt Weltmeister geworden bist. Da gibt es immer so ein bisschen Prämien. Und dann natürlich die Sponsoren. Also das ist natürlich bei jedem dann unterschiedlich. Ich habe da immer Glück gehabt, dass ich da recht gut aufgestellt war und dass sogar die Partner, mit denen ich auch heute noch zusammenarbeite, das sind auch meine Partner aus der Anfangszeit, also wirklich auch so gewachsene Geschäftsbeziehungen jetzt mittlerweile. Das ist natürlich dann die Haupteinnahmequelle. Also damit verdient man dann wirklich Geld und hängt aber natürlich dann auch vom Erfolg ab. Also je nachdem, wie erfolgreich du bist, und es ist auch in vielen Verträgen so gehandhabt, dass es wirklich auch so ein Staffelungsmodell gibt, je nach Erfolge oder je nachdem, wo du dich ungefähr einreißt im Weltcup oder ob du überhaupt Weltcup läufst oder nicht oder ob du bei der Weltmeisterschaft dabei bist oder wie viel Podestplätze du hast. Es ist dann auch immer so ein bisschen gestaffelt und danach kommt dann sozusagen die Abrechnung im Frühling oder im Herbst. Und genau, also es ist natürlich nie so ein fixes Einkommen, was man so übers Jahr hat. Dann immer, man hat immer so ein bisschen selber natürlich in der Hand, wie groß fällt das am Ende aus. Aber ich glaube, wenn man da aufgestellt ist und wenn man in den Top 10 des Weltcups unterwegs ist, dann kann man da schon ganz gut verdienen. Ja. Ja, super. Und es klingt auch recht breit diversifiziert, ne? Ist ja eigentlich auch mal ganz gut, nicht so nur so eine Einkommensquelle zu Nein. haben, sondern so drei, vier. Klar hängen die natürlich an dir als Person, aber trotzdem, wenn mal ein Sponsorship irgendwie, keine Ahnung, nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, hat man ja dann vielleicht noch was anderes. Das ist ja echt ganz gut. Und was ich mich auch immer frage, gerade bei, ich sag mal, bei allen, die jetzt nicht Spitzenfußballer, speziell männlich sind, inwieweit, also so dieses Langfristige zu planen, gerade bei Frauen ist es ja irgendwie, also leider ja immer noch so, dass sie signifikant weniger Geld verdienen und trotzdem ist die Karriere mit, sagen wir mal, spätestens 32, 33 vorbei, vielleicht noch früher oder vielleicht noch früher, wenn früher Kinder ins Haus stehen. Wie bist du damit umgegangen, also vielleicht auch für die Zukunft dann zu sparen? Oder war das gar nicht so, weil du dachtest, na okay, ich habe dann trotzdem noch die Sponsorships und dann kommt irgendwie ARD oder so, aber trotzdem, ich meine, mit 25 hast du gesagt, nö, Preisgeld brauche ich jetzt erstmal nicht mehr, darauf verzichte ich. Wie waren da so deine finanziellen Gedanken dahinter? Ich habe das riesengroße Glück, dass mein Papa Banker ist. Und das hilft natürlich Sehr schon gut. gemein, wenn es um die finanziellen Ja. Dinge geht, weil er ist so ein sehr vernünftiger Mensch.
sehr genau natürlich aber auch und auf der anderen Seite aber auch so jemand, der sagt, gönn dir aber auch mal was. Mhm. Also finde ich, hat das eine sehr gute Einstellung irgendwie zum Geld. Es war für mich wirklich wichtig, weil du natürlich sofort, sobald du irgendwie ein bisschen was verdienst hast, kommen die Finanzdienstleister um die Ecke. Mhm. Und die Finanzberater und was weiß ich, wer der irgendwie dein Geld anlegen möchte und irgendwie auch Teil sein möchte, dieses Rades. Und da hatte ich einfach immer dieses Riesenglück, meinen Papa zu haben, der da wirklich so seine Hand darauf hatte und der aber auch nie was gesagt hat, wenn ich gesagt habe, ich mache jetzt irgendwie eine größere Investition oder ich gebe jetzt auch mal Geld aus, weil ich mir jetzt irgendwie mal was kaufe. Ja. War ihm immer egal auch. Also ich habe ihn schon manchmal auch gefragt, das ging jetzt, letztes Jahr haben wir ein Haus gebaut, also wir sind hier im neuen Haus und ich habe dann einen Garten, wollte ich mir bauen lassen und der war halt echt richtig teuer und dann habe ich ihn halt angerufen und habe gesagt, oh, geht das noch überhaupt? Und meinst du und so? Sagt er, ja natürlich, das ist doch für eure Lebensqualität, das ist doch na, schön. Da, das ist doch Lebensenergie und natürlich mhm. ihr das mit dem Garten und so. Hab ich gedacht, das stimmt. Also man hat ja das Geld auch, damit man sich eben diese schönen Dinge auch mal kaufen kann. Für das arbeitet man ja seit vielen Jahren darauf hin. Also fand ich gut, dass ich da jemanden habe, der mich da sehr unterstützt. Genau, und von daher hatte ich da auch nie so diese Angst. Ich habe ihn immer mal wieder gefragt, wie kann man und so. Und er hat mir immer so diese Sicherheit gegeben, es ist schon alles gut. Also macht es so weiter und es passt schon. Und deswegen war ich da immer relativ entspannt auf diesem Gebiet. Ich gucke dann schon manchmal wieder rein und denke mir, oh, ja, das muss man mal wieder gucken. Aber er ist super entspannt, weil er sagt, naja, wenn du Geld auf dem Girokonto hast, ist eh nicht so. Ja, genau. Ja, eine ganz gute Einstellung. Ich bin da eher der emotionale Typ, würde ich sagen, und er ist der Banker. Mhm. War es denn so, wenn ich mal ganz direkt fragen darf, in deiner aktiven sportlichen Karriere hast du da so viel Geld verdient, dass du quasi ausgesorgt hattest? Und ist das, was jetzt noch reinkommt, so on top und nice to have oder schon noch Teil des Ganzen nicht? Hm? Also es ist schon noch so, aber natürlich, mein Mann und ich haben uns jetzt schon echt ein schönes Haus gebaut. Also wir haben jetzt schon ganz schön investiert die letzten zwei Jahre. Auch dazu sagen, aber gut, eine Immobilie ist ja auch ein Invest, was ja auch da ist und da bleibt. Genau. Aber es ist schon so, dass ich sage, jetzt mit zwei Kindern und mit den Lebenshaltungskosten, die man hat und natürlich im Haus auch, mit den ganzen Kosten, die du ums Haus hast, Energiekosten, Grundsteuer und so weiter, ist es schon so, dass ich mich jetzt nicht auf die faule Haut legen möchte und kann, glaube ich, die Dinge werden immer teurer. Wir haben das auch im Hausbau gemerkt, dass man schon ganz schön tief in die Tasche greifen muss für alles Mögliche, egal ob das eine Lampe ist oder ein Holzbrett. Also, es ist einfach so. Und von daher, ich habe erst diese Woche jetzt eine Rentenversicherung abgeschlossen, weil mir ein Bausparer ausgezahlt worden ist. Also ich bin jetzt schon so, dass ich dann auch gleich schaue, dass ich mein Geld dann wieder gut anlege, dass da auch vielleicht später für die Kinder noch ein bisschen was übrig bleibt. Also mir geht es jetzt nicht nur darum, dass wir uns jetzt hier ins Haus und Braus leben können. Das tun wir auch nicht. Ja, wir leben ein ganz relativ normales Leben. Wir können uns natürlich das kaufen, was wir brauchen, tun wir aber auch nicht, weil wir weil wir wissen, was für uns wichtig ist. Aber ich möchte schon gern, dass für meine Kinder später vielleicht auch noch ein bisschen was übrig ist. Und da habe ich eben jetzt diese Woche eine Rentenversicherung, eine größere abgeschlossen, um einfach vielleicht dann auch im Renteneintritt, also ich hab sie jetzt mal bis 67 eingetragen, auszahlen lassen. Aber eigentlich ist es schon so gedacht, dass vielleicht die Kinder sich das später dann mal, das dann auch mal bekommen. Ja. Also ich bin da schon so, dass ich schon auch sehr vorausdenke. Ich meine, ich bin jetzt 33. Und ich hoffe, dass ich ja so 95 werde, also wünsche ich mir. Ja, ich hoffe, bei mir auch 120. Ja, okay. Und dann denke ich, das Leben ist schon echt noch lang und ich will mich gar nicht auf die faule Haut legen. Also erstens das und zweitens glaube ich auch nicht, dass ich es mir schon leisten kann. War auch Ansichtssache natürlich, also wie man sein Leben gestaltet. Aber ich möchte schon, dass wir uns die Dinge nach wie vor leisten können, dass wir einmal im Jahr in Urlaub fahren können mit den Kindern, was wir jetzt die letzten 3 Jahre eh nicht gemacht haben. Genau, also dass wir ja einfach sorgenfrei leben können. Ich glaube, das ist eigentlich so das größte Ziel, dass man sich einfach nicht keinen Kopf machen muss. Ja. Geht's weiter und so. Und
Ich habe natürlich auch das große Glück, dass mein Mann selbstständig ist und eine eigene Firma hat, ein Zimmerei-Unternehmen. Also von daher natürlich ja auch eine Sicherheit da ist. Aber ich bin es einfach so gewohnt, so für mich selbst zu sorgen. Und mir ist es schon wichtig, auch mein eigenes noch zu haben und zu wissen, dass ich auch alleine durchkommen würde. Also ich glaube, diese Eigenständigkeit ist emanzipierten Frauen schon irgendwie wichtig. Und Super. natürlich, wenn es irgendwann so sein sollte, dass mein Mann derjenige ist, der dann die Familie ernährt, ist das für mich auch völlig okay. Und trotzdem möchte ich auch selbst verantwortlich sein für meine Dinge. Ja. Cool. Sehr schön. Oh, wir haben jetzt über so viele Sachen gesprochen und ich könnte noch 3 Stunden mit dir weiter dich weiter aussaugen von deiner Erfahrung und von deinem Wissen. Wir haben noch eine letzte Frage aus der Community bekommen, die fand ich irgendwie sehr Ja. schön, von Psyla Bella oder so. Ich stelle sie einfach mal. Ich weiß, es ist super komplex, aber was ist so dein größtes persönliches Learning übers Leben aus deiner Profisportzeit? Jetzt kommt wahrscheinlich wieder diese Floskel, die alle schon tausendmal gehört haben, aber es ist tatsächlich so. Gerade aus den blödesten und schwierigsten und dümmsten Situationen und aus den härtesten Erlebnissen und unschönsten Erlebnissen habe ich am allermeisten gelernt. Und natürlich, das sagt man halt immer so, aber es ist wirklich so. Also ich habe mich oft gefragt, warum muss man sowas jetzt erleben? Und ich habe auch so sehr unschöne Situationen mit Menschen. Gab ja auch ein paar Leute, die mich bedroht haben, die so in mein Leben so eingepusht haben und so. Und das waren so Phasen für mich, das war richtig schwer, wo ich auch echt lange gebraucht habe, bis ich damit gut zurechtgekommen bin. Oder auch gerade diese Anfangszeit aus dem Sport, wo ich so überflutet wurde mit diesen ganzen Dingen, mit denen ich nicht umgehen konnte. Und wo ich dann auch echt, also ich hatte auch schon mit sehr jungen Jahren einen ziemlich heftigen Burnout, wo ich auch einfach nicht mehr aus dem Bett gekommen bin und Krass. total kaputt war. Und gerade diese Momente haben mir jetzt im Nachhinein wirklich am allermeisten gebracht, weil ich dadurch eben diese starke Selbstliebe entwickelt habe, weil ich dadurch wirklich weiß, was ich wirklich möchte und was ich definitiv nicht brauche und nicht möchte. Und ich glaube, wäre alles immer nur total rund gelaufen und wäre immer alles total super für mich gelaufen, hätte ich mich vielleicht weniger anstrengen müssen und hätte ich mir vielleicht über manche Dinge keine Gedanken machen müssen. Und ich bin sehr dankbar über diese Gedanken, die ich mir dann machen musste, auch über die Unangenehmen, auch über Ängste, auch über alles Mögliche, über Sorgen, die man hat, über Trauer, über unangenehme Situationen, Misserfolg. Und all diese Situationen haben mir definitiv am meisten geholfen. Und wie gesagt, da reihe ich mich jetzt ein bei den vielen, die das auch vielleicht schon so gesagt haben, aber es ist definitiv so. Und viele Menschen, die mich vielleicht nicht so gut kennen, die denken, glaube ich, weil es so in meiner Vita oder wenn man das so nachliest im Internet, sieht es so aus, als wäre es bei mir immer nur so gegangen und es wäre alles immer total easy gewesen und ich hätte so diesen Erfolg. Das war für mich alles selbstverständlich und das war es einfach definitiv nicht. Und von daher kann ich jedem nur sagen, also der Schein trügt manchmal und jeder, der erfolgreich ist, ich glaube, da spreche ich jetzt nicht nur von mir, sondern von allen möglichen Menschen, die irgendwie Erfolg haben in ihrem Leben, die haben auch schon richtig, richtig schwierige Zeiten gehabt. Jeder auf seine Art und Weise mit unterschiedlichen Dingen. Und ich glaube, das bringt uns am Ende wirklich weiter. Auch wenn es in dem Moment vielleicht manchmal schwer ist, es so zu greifen und auch den Sinn dahinter zu verstehen. Also ich habe mich auch oft gefragt und ich weiß noch in diesen mentalen Gesprächen, wo ich oft gesagt habe, also was soll denn jetzt da wieder der Sinn dahinter sein? Da gibt es überhaupt keinen, da kann gar kein Sinn dahinter sein. Das ist einfach nur Kacke. Aber es gab dann doch wieder einen Sinn. Ja. Wow, ja, schön. Vielen, vielen Dank. Also ich fand es gar nicht floskelig, also null. Vor allem, ich finde halt, ja, manche Menschen können das irgendwie so raushauen, aber dann von so jemandem wie dir zu hören, der wirklich so viele Erfolge auch hatte und das, ich finde es schön, dass du es auch nochmal gesagt hast, es geht nicht immer bergauf. So ist das Leben halt einfach nicht. Und es ist ganz oft so, dass man so Menschen irgendwie sieht und denkt, oh ja, so toll wie die, ja, das kriege ich ja nie hin und die ist ja so durchgesegelt. Und es ist ja nie. Ich kenne keinen einzigen erfolgreichen Menschen auf der ganzen Welt, sei Sportlerin, Unternehmerin, wie auch immer, die gesagt haben, ja klar, das war alles irgendwie total easy. Ich bin so durchgesegelt und jetzt habe ich hier die Medaille um den Hals. Natürlich nicht so.
Von daher vielen Dank, dass du da nochmal den Bogen gespannt hast. Und ich fand, das waren jetzt nochmal so richtig schöne Mutmach-Minuten, nochmal so richtiger Pep-Talk zum Ende. Also vielen, vielen Dank, Magdalena. Also ich fand es ein großartiges Gespräch. Ich bin total inspiriert und schwebe schon fast so voller Mut und Inspiration. Und also wirklich ganz, ganz toll. Vielen Dank, dass du uns da auch so schon an der einen oder anderen Stelle auch tief reingelassen hast in deine Gefühlswelt und in dein Leben. Einfach nur super interessant, mega spannend, sehr inspirierend. Und ich glaube, du machst ganz, ganz vielen Frauen da draußen Mut, auch vielleicht jungen Sportlerinnen, die dann auch mal durch eine Krise gehen und ganz generell auch Frauen und auch Unternehmerinnen. Du bist ja so viel in einer Person, ist ja unglaublich. Also vielen, vielen Dank, dass du dir Vielen hier die Dank. Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Und ja, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, was auch immer da kommt, wie auch immer du dir deine Zukunft zusammenbaust. Und ja, dann noch ganz, ganz viel Erfolg natürlich auch und vielleicht hoffentlich auch mal bis bald. Und ja, dir jetzt erstmal mal einen ganz schönen Tag, schöne Weihnachtszeit und bis bald. Ja, ich kann es nur zurückgeben, wünsche dir auch alles Liebe und viel Erfolg und werde euch Danke. verfolgen. Also ich bin da Yay! dabei und genau, kann alle nur ermutigen, eben ja, da dran zu bleiben. Und ich finde es ganz toll, was du da machst. Du gibst eben vielen Frauen da so einen Input und genau, also du bist ja die Schnittstelle sozusagen, die diese Gespräche erst möglich macht. Also ich fand es sehr, sehr angenehm. Vielen, vielen Dank. Schön. Über so tolle Themen zu sprechen. Freut mich. Hat Das mich sehr freut die mich. Einladung gefreut. Vielen Dank. Danke. Und Gut. auch Danke. Weihnachtszeit und bleibt gesund. Ja, du auch. Danke dir. Danke. Ciao. Tschüss.